Mikro an. Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Mac. Oh. Hallo, seid gegrüßt. Heute gibt es mal einen Videoblog von ja, unterwegs. Ich habe mich also wieder mal aus dem Haus getraut. Frische Luft ist ja auch gut, auch für Gamer wie mich. Und ich habe diesen Anlass einfach mal hier genommen. Heute ist nämlich Flugplatzfest hier auf dem Dümpel in der Nähe von Bergneustadt beim Luftsportverein Dümpel e.V., wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Ja, und im Hintergrund stehen schon ein paar ziemlich coole Flugzeuge. Und wollte ich euch einfach mal zeigen und ich mache einfach mal ein paar nette Aufnahmen und dann können wir uns das hier gemeinsam mal anschauen. Mittlerweile regnet es ein bisschen und wir haben uns hier in so eine Halle zurückgezogen. In dieser Halle war ich auch schon mal. Ich habe schon mal einen Videoblog von hier gemacht. Hier stehen ein paar Flugzeuge rum und hängen auch ein paar Segelflugzeuge. Und hier steht ein ziemlich altes Segelflugzeug und zwar die Grunau Baby 2B. Das ist ein Flugzeug aus dem Jahr 1931. Das hier ist allerdings ein Nachbau und damit sind die früher halt Segelflug geflogen. Und ganz faszinierend ist die Technik, denn dieses Flugzeug besteht in Holzbauweise. Die Flügel sind aus Holz, aus Sperrholz oder Balsa, ja, ich glaube Sperrholz, ich kenne mich da nicht so gut aus, jedenfalls aus Holz. Und die sind dann mit einem Stoff, mit einem ja, beschichteten Stoff bespannt worden. Also faszinierend eigentlich. Ich zeige euch da auch direkt noch mal ein paar Bilder. Das hier ist das Cockpit dieser Grunau Baby 2. Das konnte man dort aufklappen, damit man da überhaupt reinkam. Und ja, ich sag mal so, die Technik ist auf alle Fälle ziemlich einfach. Da ist nicht viel drin. Ja? Das ist das Cockpit dieses Flugzeugs. Da gibt es nicht viel zu sehen. Wirklich ja, interessant, würde ich sagen. Das ist Flugtechnik aus alten Zeiten. Ja, jetzt mal ein kleines ernsteres Thema hier in meinem Videoblog. Ist natürlich eine wunderschöne Festivität hier auf dem Dümpel, ja, so heißt der Berg. Ja, der Ort auch. Ja, ja. Okay. Und also wunderschönes Fest hier, tolle Aktion. Und ich habe nebenbei etwas mitbekommen, was ich eher nicht so toll finde. Und zwar der Herr Westenhöfer hier neben mir hat eine Petition ins Leben gerufen. Wir sind Mitinitiator. Der Deutsche Modellfliegerverband. Ja, der Deutsche Modellfliegerverband. Denn ich habe das nur so kurz von einem, auch von Leuten hier, von den Modellfliegern mitbekommen. Es geht darum, dass der Gesetzgeber scheinbar eine Deckelung, man sagt 100 Meter Deckel, ja, der Modellflieger oder also dieses Hobbys halt irgendwie vorhat. Können Sie kurz was dazu sagen? Ja, also die Pläne, die sehen so aus, weil ja auch diese Fotodrohnen überall rumfliegen. Ja. Und der Bundesminister da jetzt Aktionismus zeigt und will sagen, nicht höher wie 100 Meter, ja, will aber die anderen Modellflieger mit
quasi bestrafen. Also die werden halt dann auch mit reglementiert, ja, obwohl die eigentlich was ganz anderes machen. Die auch ganz was anderes ihr Hobby machen. Ausleben und die Drohnen, genau. Ich sag mal, jeder kann sich heutzutage eine Drohne kaufen und fliegt damit rum und ja, gefährdet vielleicht auch Verkehrsluftraum. Ja, die Sachen sind eigentlich gesetzlich klar geregelt, weil die Gesetze sind ausreichend, die dazu existieren. Die Sonar-Meter-Deckung heißt, der Modellflug, der wie heute betrieben wird, ist tot. Der wäre dann tot. Der wäre tot. Wir brauchen auf keine Weltmeisterschaft mehr gehen, mit Jetmodellen und Hubschraubern und was nicht alles. Weil das geht so nicht, finde ich. Nee, und die Industrie wird sterben. Ja. 16.000 Arbeitsplätze sind betroffen wahrscheinlich, die Bach runtergehen. Ja, und die Modellflieger, ja, die Jugend, die muss wird anders suchen. Ich denke, da sollte man auf alle Fälle was tun. Was? Deswegen möchte ich das in meinem Videoblog hier erwähnen und ich werde auch die Petition unter dem Video verlinken. Das heißt, ich würde euch bitten, schaut euch das mal an und ich würde euch bitten, dann vielleicht auch einfach zu unterschreiben. Ja. Ja. Genau. Hier ich sage, diese Adresse. Die Adresse ist auf alle Fälle unter dem Video eingeblendet. Und ich sage erstmal danke. Mir wird der Arm nämlich gerade ein bisschen schwer. Ich schaue mal noch ein bisschen hier auf dem Flugplatz fest. Ja, viel Spaß. Ja, danke. War das jetzt für eine Pizza? Thunfisch. Tonne. Thunfisch und vorher hatten wir noch eine andere Pizza. Was war das? Die Dümpelhexe. Dümpelhexe. Die war scharf. Die war echt scharf. Aber lecker. Wirklich lecker. Die backen hier die Pizza in Steinhof. Besser als wahrscheinlich bei euch die Pizzeria um die Ecke. Wirklich gut. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ja, leider ist die Abmoderation des Videoblogs gestern ein bisschen in die Hose gegangen, so out of focus, sag ich mal. So Leute. Ist aber gar nicht so schlimm, ich wollte eigentlich sowieso noch so ein kleines Fazit dazu abgeben. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich bin absoluter Luftfahrt-Fan, ich liebe Flugzeuge und ich fliege auch sehr gerne Flugzeug, vor allem kleine Flugzeuge. In einem Verkehrsflugzeug ist das Fliegen nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer und richtig cooles Fliegen habt ihr nur mit kleinen Maschinen und jeder, der das mal erleben kann, dem kann ich es nur ans Herz legen. Auch eine Ballonfahrt ist absolut ein grandioses Erlebnis. Gestern dieses Flugplatzfest auf dem Dümpel vom Luftsportclub Dümpel e.V. war einfach fantastisch organisiert. Erstmal natürlich einen schönen Gruß an das ganze Team, an alle Helfer und natürlich an alle Piloten, die vor Ort waren.
Ihr habt das toll organisiert. Es war kostenloses Parken, kostenloser Eintritt und die Preise für die Getränke, für die Bratwurst, für die Steaks und für den Kuchen und die Pizza, die übrigens auch super lecker war, waren einfach absolut in Ordnung. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn ihr wieder dieses Fest veranstaltet. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann vielleicht ein bisschen besser planen kann für das Video. Und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen näher an die Flugzeuge ran, ein bisschen mehr mit den Piloten quatschen und vielleicht ein paar Interviews machen. Mal gucken, was dann noch so geht. Jedenfalls einfach eine tolle, tolle Aktion. Ich fand es wirklich super. Und ich möchte euch natürlich als meinen Zuschauern nochmal die Petition ans Herz legen. Schaut mal bitte unter dem Video, da ist ein Link zu der Petition für die Modellflugsportler. Ja, für die Modellflugsportler. Und ich finde, das ist echt eine krasse Geschichte, was die Bundesregierung da schon wieder für einen leichten Weg versucht zu gehen, nur weil sie bestimmte Drohnen reglementieren möchte und damit jetzt aber dann trotzdem auch den Modellsportflug reglementiert. Und ich fände es echt schade, wenn man wieder so einen, ich sag mal, hirnverbrannten Schwachsinn verzapft. Also, schaut euch das mal an, das wäre mir wirklich wichtig. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart und ja, ich freue mich schon, wenn ich meinen Gutschein für den Segelflug einlösen kann. Ja, ich bin erstmal raus, tschüss, lasst mir einen Daumen da und bis dann, ne?